Betrunkene Jugendliche werden in der Stadt Zürich härter angepackt. Verwünscht sie die Polizei beim Seichmachen, werden sie gerade mitgenommen zur Ausnüchterung in die Kaserne. Die Kosten von rund 1'000 Franken müssen die Eltern übernehmen. Die strengeren Massnahmen im Umgang mit betrunkenen Jugendlichen starten im Frühling 2010. Das hat die Polizeivorsteherin Esther Maurer bekannt gegeben. Das Pilotprojekt soll 3 Jahre dauern. Der Zürcher Stadtrat Martin Waser ist krankgeschrieben. Der Vorsteher vom Sozialdepartement kann nur noch reduziert arbeiten. Laut einer Mitteilung von der Stadt leidet der 55-Jährige wegen einer Überfunktion der Schilddrüse an Herzflimmern. Für sie ist die Westumfahrung ein grosser Fluch. Für die Bewohner vom Braunau-Quartier gestern Abend haben sie sich getroffen. Niemand will die Faust nur noch im Sack machen, sondern jetzt hauen sie mit der Faust auf den Tisch. Aber richtig. Denn sie sehen sich als die Beschissenen von der Westumfahrung. Über ein Viertel mehr Verkehr haben sie in ihrem Quartier. Das müssen sie jetzt ändern. Dana Gablinger. Für den Jean-Marc Hensch ist jetzt genug heute unten. In der gestrigen Versammlung vom Quartierverein sind Emotionen hochgegangen und die Stimmung der Bevölkerung ist angeheizt. Für die Leute, die eigentlich eine Verschlechterung und eine drastische Verschlechterung erleben, ist natürlich dann ein bisschen ein Hohn, wenn jemand vorne steht und sagt, schaut, wie toll das ist. Damit meint Jean-Marc Hensch die Kommunikationspolitik der Stadt, die die Westumfahrung in den Himmel auflobt. Das Hauptproblem liegt darin, dass das ganze System ein Loch hat und das Loch ist jetzt zufälligerweise und blöderweise gerade in der Enge, indem eben über Braunau-Straße unkontrolliert Verkehr in unser Quartier rausfließt. Da der Braunau-Straße, wo der Verkehr über den Mittag normal fließt, stechen am Morgen Kolonnen. Nichts von wegen Verkehrsentlastung, sagt auch der Küchenchef vom Restaurant Brunegg, der jeden Morgen den neuralgischen Punkt sieht. Da stehen die Autos bis morgen um 8:30, 9 Uhr, immer bis die Autobahn ausfährt. Aber als Entlastung würde ich das für uns nicht bezeichnen. Am Morgen ist es sehr laut. Und also ähnlich wie jetzt. Und vielleicht noch lauter, weil es eben die Zeit ist, wenn man zur Arbeit fährt. Es ist immer noch, es gibt genügend Leute, die das als Ausweichmöglichkeit nehmen. Einfach dann ist es verstopft. Der Jean-Marc Hensch fordert jetzt Daten von der Stadt. Die sollen uns jetzt das Konzept auf den Tisch legen und rasch möglichst umsetzen. Und wenn das gemacht ist, werden wir uns wieder vernehmen lassen. Die Stadt hat versprochen, sich dem Problem anzunehmen. Als Sofortmaßnahme prüfen wir jetzt, ob man das Intervall der Lichtsignal für die Autofahrer in diesem Quartier ein bisschen unattraktiver machen können. Für Tele Zürich, Dana Gablinger.